Berlin laufen jetzt sehr viele Aktionen von Bauern und Landwirten. Jawohl. Vielleicht können Sie sagen, also welche Forderungen gestellt werden? Also ist eigentlich ganz einfach. Wir kämpfen jetzt schon über ein Jahr, fast zwei Jahre darum, dass wir mit am Tisch sitzen dürfen. Bis jetzt dürfen wir mit am Tisch sitzen, aber wir dürfen nur noch keine Entscheidungen treffen. Das ist das Problem. Eigentlich wollten wir, dass wenn über uns zum Beispiel Düngeverordnung, Tierschutznutzhaltungsverordnung, dass das Fachliche ein bisschen mit reinkommt. Zurzeit wird nur noch Politik gemacht, an dem, der es umsetzen muss, total vorbei. Eigentlich gegen den Verbraucher und gegen den Produzenten. Und das ist das Problem gerade eben, ja. Also gestern wurden eigentlich einige Forderungen übergeben, soweit ich verstanden habe? Ja, wir übergeben das ganze Jahr schon Forderungen, aber es wird kaum darauf eingegangen. Es ist immer toll, man bekommt Kaffee und Kekschen und man bekommt immer Lippenbekenntnisse und die Politiker, ja, wir kämpfen, wir machen das und wir überlegen uns was. Und im Hinterstübchen machen sie schon wieder die nächste Verordnung, die nächste Gesetzesgeschichte und setzen nicht das um, was sie uns sagen, ja, sondern verschärfen ständig. Das, wir möchten einmal, dass eine Verordnung oder ein Gesetz, das gemacht wird, dass es einfach mal umgesetzt wird, bevor das nächste schon wieder in der Ausarbeitung ist. Das eine ist bei uns noch nicht umgesetzt, dann wird das nächste schon wieder gemacht. Und das ist nicht nur, dass wir nicht nachkommen mehr und das nicht mehr verstehen, sondern es geht einfach nicht mehr. Das ist das Problem. Es geht nicht mehr. Was sind die größten Probleme aus Ihrer Sicht? Die größten Probleme, ganz einfach, die Betriebe gehen drauf. Wenn ein Stall frisch gebaut worden ist und Geld aufgenommen worden, nach fünf Jahren kommen die Behörden und sagen, das muss wieder umgebaut werden. Ja, das könnte so ein Betrieb halt vielleicht einmal machen, vielleicht auch zweimal, aber nicht jedes Jahr und nicht alle fünf Jahre Nachrichten. Man müsste wenigstens in der Abschreibungszeit einfach mal die Genehmigung gelten lassen und so ein Stall mal einfach 20 Jahre. Kein normaler Mensch in der normalen Wirtschaft oder keine Ahnung wo. Ich habe immer gedacht, wir leben in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist doch kein Bananenstaat. Da muss doch eigentlich mal etwas gelten. Und bei uns ist so, das, was heute gilt, das kann morgen schon wieder komplett falsch sein. Das ist das Problem. Wie kann sowas sein? Woher kommt das? Wo das herkommt? Zu viele Leute in den Verwaltungen, zu viele Leute in den Ministerien, zu viele Leute vorne dran, die absolut der Bezug zur Sache verloren haben. Es wurden keine Entscheidungen mehr nach wissenschaftlichen Erkenntnissen getroffen, sondern es wurden rein nur noch ideologische Entscheidungen getroffen. Das ist das Schlimmste. Und wir Bauern, wir sind halt die, die mit dem Fuß auf dem Boden stehen. Wir fühlen, wir wissen, wie es ist. Das eine Jahr ist trocken, das andere Jahr ist nass. Da musst du auch mal kurzfristig irgendwie anders reagieren können und antworten können. Und mit dem, was die uns machen, nehmen die uns jegliche Möglichkeit irgendwie, ja, zu reagieren. Wir haben es mit der Natur zu tun. Und wie könnten die Lösungsmöglichkeiten überhaupt aussehen? Lösungsmöglichkeiten. Endlich wieder Politik machen nach klarem Menschenverstand und vor allem nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir Bauern zum Beispiel die Düngeverordnung. Ob jetzt der Dünger aus organischem Dünger besteht oder aus mineralischem oder halt chemisch-synthetischem Dünger, es muss eigentlich jedem klar sein, dass der organische Dünger für die Umwelt immer besser ist. Aber warum werden wir gerade dort so eingeschränkt beim organischen Dünger? Wenn ich Humusaufbau machen will, also sprich CO2-Bindung, ganz wichtiges Thema, dann geht es einfach ohne organischen Dünger nicht. Und wenn ich die Düngung dem Ertrag anpasse und der Ertrag aber durch, keine Ahnung, Sommertrockenheiten oder durch andere Umwelteinflüsse weniger wird und es im langjährigen, in einem Durchschnitt über ein paar Jahre weniger wird und wir ständig immer nach unten regeln, wo soll das hinführen? Wir hier in Deutschland, wir haben Niederschlag, wir haben gute Böden, wir haben Ausbildung, wir haben Know-how, wir haben die Technik, wir haben die Infrastruktur. Wir hier können Lebensmittel produzieren, aber was machen wir? Wir importieren es irgendwie aus Südamerika oder aus Ägypten oder aus China und bei uns wird die Landwirtschaft zurückgefahren. Das ist doch nicht logisch. Man muss doch dort, wo etwas produziert wird oder dort, wo etwas verbraucht wird, auch versuchen, das dort zu produzieren. Und nicht von alle reden immer von Umweltschutz. Ja, aber wenn es um Transporte geht, ist der Umweltschutz plötzlich außen vor. Nächstes Beispiel, Holz. Warum kaufen wir deutschen Holz aus Afrika oder aus ukrainischen Urwäldern? Und hier in Deutschland bei uns gilt Holz nichts. Das verrottet im Wald. Man kann es nicht mal schlagen, weil es zu teuer ist zum Schlagen. Das stimmt doch hinten und vorne nicht mehr. Das ist unser Hauptproblem. Dass das ganze System, das ganze Konstrukt langsam... Ja. Also Sie haben wenig Worte sozusagen jetzt. Wie bitte? Sie haben jetzt wenig Worte, also man kann jetzt schwer einen Lösungsansatz finden sozusagen. Der Lösungsansatz wäre ganz einfach. Lasst uns mit an den Tisch.
lasst uns mitreden und dann wird das so umgesetzt, was Verbraucher und was Landwirte für richtig erachten. Und nicht das, was ein paar wenige Beamte hinter verschlossenen Türen immer ausmachen. Also wir brauchen mehr Experten in Entscheidungspositionen. Wir brauchen Leute, die, wie gesagt, den Fuß auf dem Boden haben, die genau wissen, wenn ich das entscheide, dann hat es diese Auswirkung. Das brauchen wir. Und nicht Leute in den Ministerien, die nur darauf ausgerichtet sind, Betriebe in der Republik, Familienbetriebe zu zerstören, um irgendwelche Großbetriebe nachher oder Landwirtschaft und nur noch an unsere Fläche zu kommen, weil nichts anderes ist es ja. Die wollen uns auf gut Deutsch kaputt machen, also kleinbäuerliche Strukturen, wo seit Jahrhunderten gewachsen sind und wo auch die Wertschöpfung in der Region ist. Das geht ja nicht nur um die Landwirtschaft, es geht ja um den kompletten ländlichen Raum. Das ist ja das, was wir nicht verstehen. Die Wertschöpfung dort belassen, wo es die Menschen brauchen. Und das, was die machen, das sind Strukturen schaffen, von oben runter, ein paar wenige Konzerne regeln das und machen das. Das kann doch nicht im Interesse von einem Bürger sein oder von Verbraucher sein.